Wien wurde im Expat-City-Ranking erneut zur unfreundlichsten Stadt der Welt gewählt. Als wie freundlich würden Sie sich selbst einschätzen? Ich bin meistens freundlich. Ich sehe nicht ein, warum man unfreundlich sein soll. Man gibt sein Lächeln weiter und es kommt meistens hier zurück. Ne? Ich bin sehr freundlich. Zu allen Menschen. Anders geht es ja gar nicht. Als sehr freundlich. Als freundlich. Freundlich. Freundlich eher. Ja. So wie ich Wien selber empfinde, auch die Bewohner sind eher angenehm. Untereinander und auch zu Fremden. Da sehe ich keinen großen Unterschied. Deshalb kann ich die Umfrage überhaupt nicht verstehen. Was glauben Sie, wie kam es zu diesem Ergebnis? Man verwechselt Unfreundlichkeit mit grantig sein. Der Wiener ist grantig. Und jetzt die Befragten, glaube ich, haben da, glaube ich, ein kleines Differenzierungsproblem. Mir kommt vor, dass die Bevölkerung ein bisschen frustriert vielleicht schon ist nach diesen vielen Lockdowns und Energiekrise, Inflation. Insgesamt ist die Stimmung, glaube ich, zurzeit ein bisschen aufgeheizt. Ja, ich kann mir nur vorstellen, dass es vielleicht Leute gibt, die ausländerfeindlich sind oder vielleicht unfreundlich an und für sich, aber sonst kann man und ranzen dort der Wiener. Das ist eigentlich alles, so was Sie sagen können dazu. Die Wiener wissen nichts über Spiegelneuronen wahrscheinlich. Ne, sonst würden sie freundlicher sein, weil sie wüssten, dann kriegen sie das auch zurück. Ne? Das ist mir ein Rätsel. Da kann ich gar nichts dazu sagen. Ich kenne viele Städte, also in Deutschland oder Frankreich oder sonst wo, die mir unfreundlicher vorkommen. Das ist eine derart subjektive Angelegenheit, dass ich von solchen Umfragen nicht viel halte. Vielleicht sind die Leute gerade zu viele Grantigen begegnet. Also ich finde nicht, dass Wien so eine unfreundliche Stadt ist. Bei diesem Expat-City-Ranking geht es ja um ausländische Arbeitskräfte, die die Stadt bewerten. Was glauben Sie, welche kulturellen Missverständnisse könnten zu diesem Ergebnis geführt haben? Ich glaube gar nicht, dass es ein kulturelles ist. Ich glaube, dass es sozusagen eine Mentalität ist, die den Wienern anheim ist. Das ist eben dieser berühmte Wiener Grant. Und der ist schwer zu ertragen. Also vor allem, wenn man ihn nicht kennt oder nicht damit aufgewachsen ist. Ich arbeite selber mit Familien aus verschiedenen Kulturen und ich merke immer, wie die gerade bei Ämtern anstoßen, weil sie missverstanden werden, wenn sie zu laut sind. Dabei sind sie nur temperamentvoll, dann wird das gleich als Unfreundlichkeit gewertet und dann reagiert man auch wieder unfreundlicher. Kulturelle Missverständnisse machen schon viel aus. Ja. Das ist die Frage, woher die Leute kommen. Es kann sein, dass Migranten das anders empfinden. Denn Österreich ist bekanntlich da nicht sehr freundlich gegenüber Migranten. Aber wenn Deutsche oder Franzosen kommen, da sehe ich kein großes Problem. Und ich sehe ein Problem darin, dass Migranten, dass die nicht so gemocht werden. Ich habe mit meinen nigerianischen Familien tatsächlich immer wieder Probleme in der Schule, weil die meinen, die sind nicht freundlich, die sind nicht ruhig, die sind nicht so höflich, wie sich's gehört. Dabei empfinde ich diese Schule, gewisse andere Ämter auch eher als unfreundlich von sich aus. So gesehen schwierig. Manchmal muss ich da als Übersetzerin hingehen. Ja, die Wiener sind an und für sich nicht sehr geduldig, glaube ich, und wollen immer gleich sofort eine Antwort. Und vielleicht kommt es da oft zu Kommunikationsschwierigkeiten, Verständnisschwierigkeiten, ja. Aber mir kommt vor, dass auch sehr wohl die Ausländer sich sehr bemühen und man muss nur ein bisschen näher hinschauen. Was ist Ihrer Meinung nach die freundlichste und oder die unfreundlichste Stadt, egal ob österreichweit, europaweit oder weltweit? Da ich gebürtig aus Graz bin, würde ich sagen, Graz ist die freundlichste Stadt der Welt. Und was macht Graz so freundlich? Es ist die Atmosphäre, es sind die Menschen, es sind die vielen Studenten, die dort sind. Es ist einfach eine gute Stadt und nicht zu groß. In Laibach, finde ich, ist es offen und freundlich. In Graz finde ich es freundlich, da war ich letztes Wochenende, da hat es mir auch gefallen. War nicht so schlecht, ja. Also ich bin schon in New York gewesen, ich war in Asien und so weiter und ich habe eigentlich überall freundliche und unfreundliche Leute getroffen. Das hängt immer davon ab, an wen man kommt. Ich habe da kein Ranking, wirklich nicht. Ich find überall ein paar freundliche Leute. Was macht für Sie Freundlichkeit aus? Das Zugehen auf einen anderen Menschen und Offenherzigkeit. Freundlichkeit ist, dass er nicht grantig ist oder von Haus aus einmal, wenn er aufsteht, dass er nicht schon grantig ist. Ja. Der Wiener ist auch noch für sich ein Jammerer. Ja. Das stimmt. Ne. Wenn irgendwas ist, dann tut er gleich jammern, um Gottes Willen, was ist wir. Das ist er so. Das ist die Mentalität von Wiener. Freundlichkeit, das macht aus, dass man seinem Gegenüber offen begegnet, dass man nicht gleich von vornherein davon ausgeht, dass alles mies ist,
sondern eher sich denkt, na, kann schon auch mal wieder eine nette Begegnung werden. Wenn man das jedes Mal versucht, dann geht meistens was. Freundlichkeit macht für mich aus, dass man eingeht auf eine Frage und dass man die Leute nicht gerade anknurrt. Respekt. Vor allem Respekt. Dass man aufeinander Rücksicht nimmt und so weiter, dass man höflich ist. Eine Stadt ist nicht freundlich oder unfreundlich. Einzelne Leute sind so und andere sind so. Also anders kann man das gar nicht sagen.